Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu einer Folge Toter Yogi fliegt durch die Gegend mit dem Krian. Hallo, toter Yogi. Hallo lebender Krian. Wir haben beschlossen, wir werden uns durch den Sommer noch durchquälen. Es gab wieder ordentlich Kommentare. Unter anderem schon Schöner Wolf, der sagte, auf dem Boot ist nicht so die beste Idee im Winter. Oh, was ist das hier hinten? Wir haben Weil das aber viele Sommer, Leute wieso Winter? im Sommer, genau, weil das einfach leicht Feuer fängt. Und dass viele Leute sich halt einfach in die Höhlen verkriechen. Im Winter auch, im Sommer. Und dementsprechend habe ich die Höhlen jetzt auch mal angeschaltet. Mal gucken, ob das klappt. Und ansonsten, ja, der Eisflingomatic wurde uns empfohlen. Das haben wir ja auch schon rausgekriegt, dass das vermutlich eine gute Idee wäre. Und Kian, ich weiß, woher diese Erdbebenviecher kommen. Okay. Es gibt scheinbar Sommerboss auch, das ist der Antlion. Und der verbuddelt sich wohl in der Erde und verursacht Erdbeben und ja. Laut dem Wiki kann man den auch relativ einfach besiegen. Ja, Aber man kann ihm auch Wiki. Opfergaben bringen, dann greift er nicht an. Kommst du jetzt eigentlich her und sammelst dein Zeug ein, oder? Ich versuche ganz schnell irgendwo hinzurennen. Ich bezweifle, dass es irgendwie klappt, weil ich einfach, ne? In der Überhitzung und so. Zwischenzeit kann ich übrigens wieder vielen Dank, Dr. Bananacraft, und natürlich auch Schöner Wolf, der hat mir nämlich auch den Kommentar da gelassen. Was bist du denn? Ach, du bist eine Katze. Es gab einige Kommentare auch wieder von Dr. Bananacraft, der sich nämlich die ganzen. Hallo, hier sind Hi. deine Sachen. Da müsste auch dein Thermalstone sein. Der sich die ganzen Videos noch anschaut und dementsprechend viele Tipps hat. Manche davon haben wir inzwischen umgesetzt. Manche nicht, also zum Beispiel, dass Pilze eben nicht ausgegraben werden sollen, weil sonst wachsen sie nicht nach. Daran halten wir uns ja inzwischen, glaube ich, einigermaßen. Ich habe eine fucking Weste und ich habe einen fucking Hut und ich schwitze trotzdem. Also nein, ich sterbe trotzdem. Kann ich mir ein Windrad machen? My fan is gone with the wind. Ich nehme mal deinen Rucksack mit. Was er auch gesagt hat, ist, bei einer älteren Episode war es wohl so, dass du mich noch gefragt hast, ob ich denn eine Rüstung hätte. Ich sagte ja und danach im Kampf hatte ich sie dann nicht angezogen, sodass ich dann trotzdem gestorben bin. Aber ich Was? hatte eine dabei. Du hast gefragt, ob ich sie Ja, habe. Ich habe richtig. Es ja geht gesagt, also nicht habe ich darum, sie auch genug. zu nutzen. Also Exakt. da muss Eben, man schon das. mal fünfe gerade sein lassen. Das haben wir dann auch klargestellt. Haben wir noch Nitrit, dass wir hier ein Feuerchen anmachen können, was Ich uns am habe Leben ein hält? Nitrit, ja. Ich habe ein Möchtest du Nitrit. das da reintun Ich habe für ein es kühlendes reingetut. Feuer? Ja, ich habe es reingetan. Was auch noch gesagt wurde, ist, dass die schwarzen Hasen im Winter kommen und vor allem Dingen, wenn man verrückt ist, kommen die. Ja, okay. Und dass die auch Barthasen heißen. Das heißt, man kann da eben Bart bekommen. Barthaare von denen bekommen. Also wenn man selber keine hat, wie uns, also wir haben ja eh welche. Richtig. Und was auch zum Beispiel gesagt wurde, ist, dass Ratatouille im Endeffekt gar nicht mal so berauschend gut ist, weil man Okay. im Prinzip auch einfach vier Karotten essen kann, die dasselbe machen. Oder sogar Ja, besser sind okay. als ein Ratatouille und dementsprechend ist Ratatouille gar nicht so Eigentlich, gut. zumindest was Karotten angeht, Ressourcenverschwendung. Also bei einem Pilz Außer finde ich das eigentlich ganz geil. man hat natürlich jetzt rein theoretisch sehr viel Eis, weil dann kannst du natürlich mit drei Eis und einer Karotte dasselbe hinbekommen. Dann ist es wahrscheinlich wieder rechnerisch ganz gut. Ja. Sag mal du, haben wir irgendwo Asche? Ja, oben rechts müssten wir Asche gehabt haben. Ich meine, hier ist alles verbrannt und ich habe unsere Bärenbüsche Asche habe ich eingesammelt. Ah ja, eine Asche haben wir noch. Ich brauche aber Ist das echt zwei. alles? Oh nein, oh nein, oh nein, mir ist heiß. Ich bleib hier. Ich würde mich gerne in irgendeiner Form heilen. Ich Gut, ich hätte kann gern was Koch zu kochen. essen, aber. Ja, das hätte ich auch gern, aber ne, so weit denke ich gar nicht aktuell, Krian. Also, wir Essen. haben 5 Monster Meat und wir haben noch 7 Honig, aber. Bei Damit uns fehlen kommt. andere Dinge dafür. Oh, Um unser da. Prestidigitator brennt gleich. Ich kann ihn nicht ausmachen, weil sonst sterbe ich. Ich. Ja, da hinten der Vogel auch. Oh gut, der macht vielleicht Asche. So, ich habe das mal ausgemacht. Nein, er fliegt brennenderweise weg. Ich glaube, das war einfach ein Phönix. So, kurz kühlen, dann muss ich mal ganz kurz mal so ein Monster Meat oder mehrere machen. Ich brate die mal schnell, sonst vergammeln die.
Ja. Ja. So, ich bleibe jetzt mal hier. Andere Frage, haben wir noch Nitrit? Wenn dann oben in der Kiste, meine ich. Oben links, also in der Dreierkiste links, die meine ich. Oh. Es hieß auch, Was? wenn wir dieses krasse Geräusch hören, sollen wir auf jeden Fall flüchten. Was denn welches? Ich weiß nicht, ob es das gerade ist. Ich habe keins gehört. Was redest du? Warum renne ich jetzt weg? Um mich rum bewegt sich der Boden. Okay. Nicht der Grund. Was auch gesagt wurde, ist, es gab da Konflikte, Mitteilungen. Einerseits, man solle eben von den Ha die Spinnen nicht unbedingt töten, weil sie eben auch nützlich sind. Also gerade die Nester natürlich. Oh nein, wir gehen auch, ich gehe auch wieder drauf, weil es so heiß ist. Ja, wir haben auch keinen Nitrit anscheinend mehr. Und wenn, dann weiß ich nicht, wo es ist. Ich habe auch keins gefunden jetzt gerade. Ich habe auch keine dieser schönen Westen, die du hattest. Ah, ich habe ja noch Na, da einen. Leiche. Ich habe hier auch noch einen Thermalstone. Ich glaube zwar nicht, dass der viel bringen wird, aber ah, doch bringt Ja er. gut, jetzt ist ja eh erstmal Nacht. Da ist ja eh ein bisschen kühler. Thermalstone. Für die Nacht reicht's. Ich habe noch 23 HP. Ich glaube, ich starte jetzt einfach ohne HP. Weil ich mich zu oft wiederbelebe. Ich brauche so einen fucking Booster-Shot und dafür brauche ich Nitrit. Vielleicht startest du mit negativer HP. Ja, mit 38. Max Cap. Ah, weißt du was? Ich hau mir so eine blöde Mandrake rein. So, mal gucken, ob ich's. Ja, scheiße, jetzt sterbe ich wahrscheinlich an Dunkelheit. Ja, ich. Oh, ich schlafe auch, wenn ich sie mir mache. Okay. Hoffentlich wird es nicht Nacht und ich starte dann auf. Haben wir irgendwo noch Holz? Wir haben Kohle, die kannst du auch nehmen fürs Feuer. Gut. Wach auf, wach auf, wach auf. Bitte nicht Feuer ausgehen. Da. Nein, dann sterbe ich an der Dunkelheit. So, ich gehe mal pennen. It's so dark. Kann ich mich in so einen Lichtkegel hier stellen und dann ist. Nein! Sie hören auf, Lichte zu sein. Also wir sehen auf jeden Fall, der Sommer geht uns gehörig auf die Nerven. Oh. Mich hat irgendwas Ja, umgebracht. das war das, was ich erzählt habe. Ich glaube, der heißt Charlie. Ah, Charlie hat mich Ich umgebracht. Idiot, jetzt habe ich eine Mantrack gekocht und habe die nicht gekochte gegessen. Nice. Also hier steht Oh. aber Darkness hat mich Ja, umgebracht, ich glaube, nicht Charlie. der wird aber Charlie genannt. Okay. Glaube ich. Ich bin mir nicht sicher. Ich bin ja mal gespannt, mit wie viel Leben ich jetzt spawne. Weil, Nein. Also auf jeden Fall brauchen wir Nitrat und wir brauchen Eis und ich hoffe, der Herbst ist nicht verregnet und es gibt nicht wieder irgendwas, wo wir gegen ankämpfen müssen. Ich meine, wir sind kurz vor Tag 69. Das heißt, wir sind kurz vor dem. 69. Nice. Aber um noch Ja. andere Hinweise durchzugehen, sonst vergesse ich das wieder. Die Touchstones können wohl von jedem einmal benutzt werden. Also jeder Ja, Touchstone das wussten kann. wir ja schon. Haben wir aber nicht gemacht, glaube ich, Doch, doch, oder? das haben wir schon gemacht auch. Also, Sicher? weil wir schon die Diskussion hatten, welchen du noch nutzen kannst und welchen ich noch nutzen kann. Okay, Ja. dann habe ich es vergessen, weil ich mir dachte, Also, weil okay. das, also entweder wurde es uns schon mal geschrieben oder wir haben es rausgekriegt. Ich glaube, es wurde uns geschrieben, weil ich bezweifle, dass wir es rausgekriegt haben. Als ob wir irgendwas rauskriegen. Eben deswegen. Okay, dann wurde das auch schon geteilt. Ich würde eigentlich gerne mal gucken, was uns noch geteilt Sag mal, wurde, wenn du die Map aufmachst, ist bei dir oben rechts auch so ein kleiner runder Punkt aber. Ja, das kam durch aufgelegt? die Flaschenpost. Ah, durch die Flaschenpost. Ich war mir nicht sicher, ob das vielleicht ein Höhleneingang oder so ist, der jetzt gespawnt ist, dadurch, dass ich die Höhlen angemacht habe. Nee. Was aber auch noch war, dass es gab wohl so kleine Höhlendinger, wo Augen drin waren. Da kann man wohl kleine Haustiere kriegen. Ah, Wurde okay. gesagt. Was können die Und dann? weiß ich nicht. Das Okay. hat. Oh, hier drüben. Ich glaube, hier sind Sachen eingeschlagen, wo du gestorben bist. Nee, das ist der Endline, der wohl von unten halt einen angräbt. Aha. Und gegebenenfalls tötet. Und also gefühlt, also irgendwie kann man dem wohl Dinge opfern. Ich habe es im Wiki nur so halb gelesen. Und wenn man dem Dinge opfert, dann verzögert sich sein Angriff. Okay.
Bitte lass mich jetzt zu Hause irgendwie bis zum Thermalstone oder so kommen, sonst sterbe ich einfach instant wieder. Und ich befürchte, das wird auch der Fall sein. Haben wir hier irgendwas Kühlendes irgendwo? Das fucking Feuer ist keine Option. Ja, mach die scheiß Eisbox doch auf. Du dumme Sau. Könntest du mir einen meiner Thermalstones in den Kühlschrank packen? Ich kann gerade gar nichts machen. Ich werde gerade von drei Kröten gejagt und habe dadurch meinen eigenen Thermalstone verloren. Oh, Jetzt habe Scheiße. ich meinen, aber ich komme zurück. Wo ist denn dein Okay. Thermalstone? Unten, wo die beiden Einschläge sind, da liegen zwei Thermalstones und mein, du kannst mir auch hier einen Luftrad entgegenbringen und die Weste, das wäre auch geil, aber ich komme halt bis zur Base komme ich und dann bin ich so gut wie tot und wenn ich halt nicht instant einen Thermalstone, einen kalten oder so habe, der mich zumindest auf nicht mehr Schaden runterkriegt. Ich glaube, wir sollten einfach direkt an dem Spawn unsere Base bauen. Ist wahrscheinlich jetzt schlauer, Ja, also es hätte vieles leichter gemacht. Und sind wir ja. mal ehrlich, wir nutzen die Wege jetzt nicht so krass, dass ich glaube, ich das einen großen Unterschied für uns macht. Vor allen Dingen, seitdem wir eben das mit dem Respawn Genau, also klar, ich meine, würden wir nicht respawnen, wäre das relativ sinnfrei, aber. angemacht haben. Da bist du. Ich bringe dir jetzt erstmal nur die Weste vorbei, damit deine Touchstones wieder kalt werden können. Ach ja, Relativ schnell und kalt. die schwarzen, was ich auch noch sagen wollte, die schwarzen Hasen kommen nicht nur im Winter, sondern wenn man verrückt ist. Ja, das hast du gesagt schon. Das habe ich gesagt, ich habe so viel geredet. Ja, brutal. Brutal, Krian. Aber was ich dir sagen kann, das minimale Leben, was du haben kannst, ist 38. Cool. Yogi. Drop it, drop it, drop it, drop it, drop it. Das wollte ich Danke nicht. für den. Ja, so. Da. Danke. So rum war's. Sehr gut, sehr gut. Ich habe Überlebenschancen, dank meiner hippen Warnweste. Die Frage ist, wie kommen wir jetzt da theoretisch an Haare von diesen schwarzen Dingern? Wahrscheinlich, wenn wir sie fangen und mördern. Den Hasen meinst du? Ja. Sind die bei dir schwarz? Bei mir sind die nicht schwarz. Ja, bei mir sind sie schwarz. Dann verfällst du dem Wahnsinn, nur weil ich hier durchgehend sterbe und du einen Geist als Begleiter hast. Ich habe 69 Plan so, also. 69. Ich weiß, ich Am wusste, Tag dass du das 69. sagst. Deswegen wollte ich, das ist 69 Vor Quadrat. den Memes. Interessanterweise hat die Dings, die Weste jetzt vollkommen gereicht, dass mir nicht mehr heiß und nicht mal heiß wurde. So, Bone Shards nehmen wir natürlich auch an. Also da unten sind Frösche, die könnten wir theoretisch mördern. Also mein Hunger ist ganz entspannt, weil ich einfach. Dauernd sterbe, ich weiß. Richtig. Hier ist ein Plugged-Sinkhole. Das könnte ein Eingang in eine Höhle sein. Ach, was auch noch war, ist wegen der Bienen. Habe ich dir das erzählt mit den Bienen, dass die im Frühling böse werden? Ja, das hattest du gesagt letztes Mal Ja. irgendwann. Und das Problem war ja auch, dass die im Prinzip nicht, das war dumm, nicht, Dumme Frage, war das mein Rucksack, den du da oben dann dabei hattest, oder? ja, das war deiner. Also sprich, mein Rucksack liegt noch da oben, nehme ich Nein, an. nein, nein, ich hab ihn. Ich hab ihn wieder Ach aufgenommen. so, okay. Ich hab da schon mitgedacht. Hier hast du deinen Rucksack. Da. Danke sehr. Was ist da interessantes drin? Was war das jetzt genau? Ach ja, und dass man mit Steuerung Forstangriff machen kann, weil Bienen nicht als Hostile Maps gelten. Ja, das hattest du auch nochmal Das habe gesagt ich schon. erzählt. Ja, komm, ich habe so viel schon erzählt. Ich teile so Das ist viel Wissen brutal. mit dir. Du bist so der Wissensman. Oh, ich habe nur noch 7 HP. Oh, cool. Woher kommt das jetzt? Wahrscheinlich wegen dem Kampf mit den Kröten. Ja, das macht Sinn. Komm, Ich habe ich jetzt aber keine röste. Lust, mir die andere Mandrake auch noch reinzupfeifen. Wie war Also nochmal heilen? Asche. Ah ja. Und Stein. Ja, so kann ich nicht machen. So, Asche ist das Problem, weil, ne? Booster geht auch nicht, weil wir keinen Nitrit haben. Genau. Also, weil ich brauche definitiv einen Booster. Das Problem, also der einzige Ort aktuell, wo ich Steine kenne, ist ganz oben.
Man könnte auch mit Honig machen und mit Papyrus. Das Minor klingt so, ja. Wounds, aber das sind wahrscheinlich nur ganz kleine, Also wir haben offensichtlich. 3 Papyrus und wir haben 7 Honig oder so. Aber ich würde fast einfach sagen, morgen ist ja scheinbar kein ganz so heißer Tag. Da könnte man ja mit einer Spitzhacke bewaffnet Ich habe mal schnell so ein paar von den Spider-Clans einfach noch reingeballert. Ja gut, mir bringt das ja nichts, ich kann das eh nicht machen. Wir haben auf jeden Fall sehr viel Rot. Ja, also die Booster-Shots, die mich voll heilen, die sind auf jeden Fall möglich. Ich brauche halt nur davor vermutlich relativ viel Asche. Nee, Hände. So nicht. Aber immerhin, wir haben bald theoretisch diese graue Das überlebt. Jahreszeit Dann hinter uns. kommt der nächste Grauen. Ja, ich hab's gemerkt, ich hab's gemerkt, ich hab's gemerkt. Ist dir warm geworden? Ja, ich brauche wieder den, ich brauche jetzt den anderen Thermastor. Was bei dem Feuerding auch noch wichtig war, bei diesem Eisding, was erzählt wurde, man muss da eben darauf achten, dass es einen speziellen Radius hat und dass es eben Das auch das, Eisflingomatic. genau, es hat einen speziellen Radius und das macht das Feuer auch aus. Das heißt, man muss Oh, es dann okay. so abmessen, dass zwar die Base getroffen ist, aber unser Lagerfeuer außerhalb des Radius dieses Eisflingomatics ist und man mehrere Ja. Eisflingomatics braucht, um die gesamte Base zu retten. Also muss Ja, man das dann ist schon mal ganz gucken. gut zu wissen, weil ich kenne uns und wir hätten vermutlich einfach unser Lagerfeuer ausgemacht damit und Richtig. uns dann gewundert, warum das scheiße Lagerfeuer schon wieder aus ist. Exakt. Das hätten wir gemacht. Deswegen war das nicht so schlecht, das zu wissen. So, was wolltest du jetzt eigentlich machen? Du hast irgendwas Ich gesagt. würde tatsächlich, also ganz oben im Norden haben wir Steine, da gibt es auf jeden Fall Nitrat. Das wäre vielleicht eine Option. Wobei, wir haben hier drüben in der Wüste haben wir auch noch ein paar Steine, die wären nitrattechnisch vielleicht auch ganz interessant. Wir haben aber auch kein Gold mehr, gell? Wir haben alles aufgebraucht. 3 Gold haben wir noch, die habe ich unten in die Truhe jetzt getan bei dem. Beim Kühlschrank. Ich habe noch ein bisschen goldene Axt, Pickaxe. Ja, Und ich habe mir beim. jetzt einfach eine ganz normale gemacht. Wie Ja, so wir ein Plepp. müssen wieder auf Gold rauskommen, deswegen. Ja, wir müssen auf Gold und Nitrat und so. So. Aha, ein Nitrat. Also wir wissen auf jeden Fall für den nächsten Sommer, wir brauchen eine Extrakiste nur mit Nitrat, damit wir eben an unserer Base nicht sterben. Nitrat und Eis. Eis brauchen wir für diese Eisflingomatics, also müssen wir da auf jeden Fall gucken, wie wir es mit dem Kochen machen. Eventuell sollten Ja wir das gut, ich weiß Anbauen ein nicht, ob. bisschen perfektionieren. Ja, ich weiß auch nicht, ob der Eisflingomatic, ob der halt einmal zum Bauen das nur braucht oder ob wir den damit auch füttern müssen. Ist eine gute Frage. Apropos Ich meine, wir. Anbauen, das hätte ich fast Ja. noch vergessen. Man soll auch oder man kann auch einen lebenden Schmetterling eingraben. Daraus kommt dann auch irgendwie eine Pflanze. Seems legit. Ja, habe ich auch gesagt. Biologisch klingt das fragwürdig, aber es wurde gesagt, Also das ist so. ich habe jetzt im April habe ich meinen Geldbaum ausgesät. Oh, Karotte kreieren. Und Beerenbüsche. Hier gibt's Essen. Ja, gab es unter uns von uns auch, aber da waren dann eben Die Frösche. die Frösche. Oh, wir werden heute Abend schlemmen. Wie die Könige. Und ich möchte es jetzt nicht zu laut sagen. Ich sag's trotzdem mal, einfach for the lols. Es scheint nicht mehr so heiß zu sein. Ah, ich brenne. Ja, es scheint halt, man merkt schon, okay, wir sind am Ende der Jahreszeit. Wir sind auch am Ende mit unseren Nerven. Also das, Im Prinzip haben wir jetzt hier so diesen Status wie bei 7 Days erreicht. Man muss jetzt immer wieder auf diesen siebten Tag hinarbeiten. Jetzt geht es darum, dass wir immer auf die zwei Jahreszeiten hinarbeiten müssen, Winter und Sommer.
Ja gut, die Frage ist, fängt diese Jahreszeit, also rotieren die jetzt oder gibt es noch irgendeine Jahreszeit? Ich gehe mal, dass jetzt ganz normaler Rotieren ist. Also wie man es halt so kennt, Jahreszeiten. Ich weiß nicht, ob du die gelernt hast in der Schule. Ja, Montag, Dienstag, Mittwoch. Exakt. Sag ich doch. Easy. GG. Ich würde aber auch sagen, das reicht jetzt vom Dummgebabbel von dir. Ja, Zumindest würde ich auch für die sagen. Episode. Und mal Ja. gucken, wie es in der nächsten Episode weitergeht mit dem Dummgebabbel. Hoffentlich dann ohne Tod und vor allen Dingen mit dem Jahreszeitenwechsel. Oh, es wäre so geil. Weil Bis dahin, der bleibt Winter gesund, geht haut mir auf den rein. Sack. Und bye bye. Auf Wiedersehen.